auf dem Hansa-Markt. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie alle gekommen sind bei diesem useligen Wetter. Wir wollen heute, ja, wir wollen unseren großen Weihnachtsbaum, der wieder als der schönste Weihnachtsbaum ganz Deutschland gekürt worden ist, heute zum Strahlen bringen. Und dafür haben wir viele Kinder dabei, die uns dabei helfen werden. Greta, bist du schon aufgeregt? Ja. Wie sehr denn? Sehr. Und was machst du gleich? Den Baum an. Den Baum an. Sie hat nicht gesagt, den Baum anzünden. Darüber freuen wir uns schon. Also, Greta hat noch ganz viele andere Kinder mit dabei, die heute das Licht zum Baum tragen werden. Und sie werden es um Punkt 18 Uhr in den Baum tragen. Und dann dürfen wir alle zuschauen, wie sich unser großer Weihnachtsbaum langsam wirklich, ja, zum Strahlen entwickelt. Bis ganz hoch. Wir sehen uns gleich, Greta, ja? Ja, sie ist in guten Händen, haben wir gehört. Ich freue mich sehr, dass wir auch Gäste dabei haben werden, die natürlich heute Abend diesen Baum mit zum Strahlen bringen werden. Das ist zum einen unser Oberbürgermeister Thomas Westphal. Kommen Sie einmal ran zu mir. Sehr schön. Und wir haben dabei, komm auch mal ein Stückchen näher, unseren Schausteller-Chef Patrick Ahrens, aber Sie haben auch gerade schon gesehen, unsere Jo-Marie, unsere Künstlerin, die wir für den heutigen Abend gewinnen konnten. Herr Westphal, alle Jahre wieder, kann man ja nun fast sagen. Und der Platz ist voll, auch bei diesem Wetter. Was sagen Sie zu diesem Zusammenhalt der Dortmunderinnen und Dortmunder an so einem Tag? Ja, also wir haben eben noch mal überlegt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir mal Sonnenschein hatten. Insofern lassen wir uns von so ein bisschen Regen auch nicht abhalten. Wir können uns alle vorstellen, dass es noch trocken hätte sein können. Aber wie sagen wir immer, ist so, wie es ist. Und wir lieben diese Weihnachtsstadt und wir sind alle froh, dass es jetzt losgeht. Und deswegen, das bisschen Regen, das halten wir schon aus. Genau, das denke ich doch auch. Und wir haben diese wunderschöne Weihnachtsstadt Patrick Ahrens zu verdanken. Er ist einer derjenigen, die das immer mit auf die Beine stellt, mit viel, viel Hilfe drumherum. Sie zieht sich durch die ganze Stadt. Patrick, sag uns doch noch mal, warum Weihnachtsstadt? Ja, weil wir hier wirklich eine ganze Stadt bespielen und ich bin ja nur der Kopf von vielen, vielen, die mit Leidenschaft hier rangehen und Dortmund für die Weihnachtszeit zu einer Stadt machen, die wirklich außergewöhnlich ist. Und wir haben es ja in den ersten 3 Tagen schon erlebt, obwohl der große Baum noch nicht an ist, schon Menschen aus aller Welt, die uns hier besucht haben. Und ich glaube, deswegen können wir berechtigt sagen, dass Dortmund eine Weihnachtsstadt ist. Ja, wir müssen an der Stelle wirklich sagen, dass es nicht nur die Dortmunderinnen und Dortmunder sind, die hier sind. Wir haben ganz, ganz viele Besucherinnen und Besucher traditionell in dieser Stadt. Und heute haben wir natürlich auch viele, viele Zuschauerinnen und Zuschauer, die wir ganz herzlich begrüßen wollen, denn wir streamen ja live im Netz. Das heißt, dass wir wirklich auf Facebook, auf YouTube und über dortmund.de und über den Kanal weihnachtsstadt.de alles in die Welt hinaustragen. Im vergangenen Jahr haben uns Menschen aus Australien und aus Kanada zugeguckt und haben uns ihre Wünsche übermittelt. Wenn Sie das dieses Jahr auch tun wollen, gerne. Wir verlesen das hier in Ihrer Heimatstadt Dortmund. Herr Westphal, haben Sie schon einen Herzensort gefunden in dieser Weihnachtsstadt? Sind Sie schon rumgegangen? Noch hatte ich nicht so richtig die Gelegenheit. Ich habe mir einmal Pizzabrötchen gekauft. Ist das schon ein Herzensort dann? Ich weiß nicht so ganz genau. Aber ich glaube, die Kampfstraße ist in diesem Jahr auch wieder sehr schön geworden, weil ihr euch richtig Mühe gegeben habt, da auch noch mal mit Licht was reinzuzaubern. Das haben wir schon im Sommer so gemacht. Die Kampfstraße ist für uns wichtig als ein Ort, wo man sich treffen kann, wo es schön sein soll. Und das haben wir wieder wunderbar gemacht. Die Dortmunder und Dortmunder finden ja sowieso, dass der Weihnachtsmarkt und die Weihnachtsstadt in gewisser Weise ihnen gehört. Ne? Und da kann man auch nicht einfach, ne? Patrick hat das jetzt erlebt, so Möbel neu aufstellen, wie man lustig ist. Und deswegen sind wir auch alle froh, dass der Engel wieder da ist, wo er hingehört. Genau, zu dem Engel wollte ich noch was sagen. Der sitzt jetzt da oben und lacht so ein bisschen, weil er hat sich viel Werbung gewünscht. Und deshalb hat er ja vielleicht vorher diesen Ball, diese Kugel oben drauf gemacht. Patrick, wie schnell war dann die Entscheidung, als ihr diese Kritik gehört habt? Wir machen es einfach so wie immer. Ja, es war ja so, wie wir es immer gesagt haben. Dieser Baum gehört den Dortmundern.
Und wir hatten uns was Neues ausgedacht, was diesmal noch nicht ganz so gut angekommen ist. Dennoch werden wir vielleicht auch in Zukunft versuchen, Veränderungen in den Baum zu bringen. Aber als wir dann am Sonntag noch mal zusammengesessen haben, haben uns alles noch mal durchgelesen, haben die Stimmen auch. Und viele haben uns ja auch persönlich angesprochen. Da haben wir einfach gemerkt, dass dieser Engel wichtig ist für Dortmund. Viel, viel wichtiger, als wir es vorher auch gedacht haben. Es ist kein Dekorationselement, sondern es ist etwas, was die Menschen mit Dortmund, mit der Weihnachtsstadt verbinden. Und das kann man nicht so einfach wegnehmen. Und da haben wir dann schnell reagiert. Und Gott sei Dank, die Firma Weise, die Firma Wiemann haben uns da unterstützt, sodass wir Montagmorgen schon reagieren konnten. Ja, und Sie sind auch zufrieden, Herr Westphal? Ja, das fand ich jetzt auch richtig gut und ein Zeichen von Größe, dass die Schausteller da schnell reagiert haben. Übrigens, wir hatten schon mal schwierigere Zeiten oben auf der Tannenspitze. Da wehte schon mal eine Schalke-Fahne, jedenfalls für kurze Zeit. Ja? Insofern alles gut, jetzt der Engel ist da und wir sind sehr zufrieden. Ja, und bevor jetzt der eine oder die andere sich die Tasse anguckt und denkt, Mensch, da ist ja die Kugel auf dieser Tasse. Ja, man kann dann nicht alles auf die Schnelle verändern. Also das ist quasi eine Limited Edition dieses Jahr, dass diese Tasse eben noch die Kugel oben auf dem Weihnachtsbaum zeigt. Übrigens, in diesem Jahr auch mit der Tasse seid ihr neue Wege gegangen. Was hat es damit auf sich? Ja, wir haben mit Dortmund Kreativ, wir haben die Kreativszene aus Dortmund eingeschaltet, um mal ein neues Design für die Tasse zu finden und haben da mit der Anna Helm jemand gefunden, der auch das verstanden hat, was wir sagen, dass wir für alle da sind und wer gesehen hat, mit welcher Liebe und welcher Freude sie diese Tasse präsentiert hat, der hat gesehen, da haben wir alles richtig gemacht. Und mit der Kugel, das ist dann so ein bisschen wie die blaue Mauritius. Vielleicht in 100 Jahren denkt man sich, was haben die da in Dortmund gemacht? Und die Tasse wird dann sehr wertvoll sein. Was soll ich dir sagen? Ich habe die Tassen auch noch von den Geburtsjahrgängen meiner Kinder aufgehoben. Die Tasse hat immer einen großen Wert für Dortmunderinnen und Dortmunder. Und hinein kommt häufig Glühwein. Wie ist denn der Preis dieses Jahr? Ja, wir haben in diesem Jahr erhöht, 3,50. Aber heute Morgen im Morgenmagazin hat ja ein junger Mann gesagt, er wäre auch bereit, 6 Euro für einen Glühwein zu bezahlen. Da sind wir hier in Dortmund ja noch günstig. Und es schmeckt auch. Und wir haben ja in den ersten Tagen gesehen, dass die Dortmunder die Glühweinstände wieder als Treffpunkt entdeckt haben. Deswegen, klar, es ist immer schwer, ein Herzenszeug, eine Preiserhöhung, aber auch wir konnten in diesem Jahr nicht anders. Und wir hoffen einfach, dass die Menschen das annehmen. Ja, das wünschen wir uns natürlich alle, aber das wird in jedem Jahr genauso sein, dass es gut angenommen wird. Patrick, sag noch mal was zum Thema Sicherheit. Auch das war immer wieder ein Punkt, der diskutiert worden ist. Wie sieht es dieses Jahr aus? Ja, wir haben natürlich dieses bewährte Sicherheitskonzept, was wir ja leider nach den Anschlägen in Berlin einführen mussten, auch weiterhin beibehalten, hier in enger Abstimmung mit der Polizei und dem Ordnungsamt der Stadt Dortmund, die uns da sehr unterstützen, auch das Tiefbauamt und auch, es gibt die Kontrollen auf dem Platz, also die Menschen, die hierher kommen, können sich sicher fühlen und das ist ja das oberste Gebot einfach. Bei aller Schönheit muss man trotzdem auch ein sicheres Gefühl haben und ich glaube, das haben wir in Dortmund wieder erreicht in gemeinsamer Arbeit. Herr Westphal, im vergangenen Jahr standen wir beide hier und haben vor allen Dingen über die Klimakrise reden müssen und auch, dass wir darauf aufpassen müssen, keine Energie zu verschwenden. Auch das machen wir mit diesem Baum. Wie wird der Baum bestückt sein dieses Jahr? Ja, das war ja schon lange unterwegs, aber im letzten Jahr hatte das dann eine hohe Aktualität und Bedeutung. Aber das ist auch diesmal so, dass wir natürlich LED-Technologie verwenden, damit wir da nichts verschwenden und trotzdem aber einen schönen Baum haben, ein wunderbares Licht haben, das ist uns schon wichtig. Und ja, nicht nur letztes Jahr, sondern das Jahr davor hatten wir noch einen Corona-Weihnachtsmarkt, eine Weihnachtsstadt, die mit Bändchen nur zu erreichen war. Und das Jahr davor mussten wir den Baum auf der Hälfte wieder abbauen. Insofern geht es doch jetzt positiv voran und wir freuen uns auf eine Weihnachtszeit, die mal frei ist von diesen Gedanken der letzten Jahre. Ja, noch liegt er ganz im Dunkeln. Aber ich denke, wir sollten jetzt mal unsere Kinder auf den Weg schicken. Unbedingt. Greta, kommst du einmal zu uns und ganz vorsichtig, die sind nass und glitschig, diese Stufen. Herr Westphal, das ist Greta. Hallo Greta. Geht es mit der Aufregung jetzt? Ja. Gut. Hast ja eine wichtige Aufgabe, aber ich glaube, du musst jetzt ein paar Meter gehen und dann, was machst du dann? Den Baum an. Okay, dann. Herr Westphal, ich würde Sie einmal bitten, hier nach vorne zu kommen, damit unsere Kameras das auch einfangen können. Genau. Greta, gehst du einmal auf die Seite? Ich komme mit dir mit. So, dann haben wir das geklärt. Also, das ist unser Licht, was jetzt von Kindern der Schausteller wirklich entlang einer Kette von Kind zu Kind getragen wird. Auftakt macht unsere Greta. Und jetzt, Herr Westphal, walten Sie Ihres Amtes.
Greta, ich gebe dir jetzt eine hohe Verantwortung in die Hand. Du hast das schon, hältst es, lass es bloß nicht fallen. Du musst es ja weitergeben. Ne? Und jetzt wünsche ich dir einen guten und sicheren Weg. Und wenn du da bist mit deinen Freundinnen und Freunden, dann werden wir sehen, wie der Baum heller leuchtet. Alles Gute. Ja, wir gucken uns das Ganze an. Und während ich Greta jetzt mal vorsichtig mitnehme, werden Sie sehen, Greta, das müssen wir jetzt noch einmal machen. Einmal ganz kurz umdrehen. Dreh dich mal um. Was hast du auf dem Rücken? So rum dreht sie sich. Genau, sie ist ein Weihnachtsengel, so wie alle anderen Kinder auch. Es sind die Rucksäcke der Dortmund Guides, die die Kinder tragen. Wir müssen jetzt einmal hier durch, wenn Sie mir bitte Platz machen würden. Die Dortmund Guides werden auch auf der in der Weihnachtsstadt für Sicherheit und Ordnung sorgen, können Sie jederzeit ansprechen. Liebe Greta, hallo. Jetzt gehen wir hier einmal noch runter. So, und nochmal. Und guck mal, da kommt der nächste Weihnachtsengel. Geh! Einmal bis zum nächsten Kind. Genau, und während Greta sich jetzt auf den Weg macht, werden wir uns das Ganze von hier aus einmal schön angucken. 18 Kinder stehen auf diesem Weg durch die Weihnachtsstadt und tragen das Licht zum Baum. Herr Westphal, es war letztes Jahr Ihre Idee, dass wir das so machen. Na, wir haben zusammen überlegt, was können wir anders machen, weil es wäre auch das falsche Signal gewesen, in einer Energiekrise auf den roten Knopf zu drücken und plötzlich geht ein riesiges Licht an. So ist das viel schöner und die Kinder machen das viel, viel besser. Und es darf ja auch sonst keiner in den Baum rein, aus Sicherheitsgründen. Deswegen fand ich es auch richtig zu sagen, dann müssen wir das auch alle so machen. Und wir sehen das von hier ja auch sehr gut und ich freue mich für die Kinder, die haben Spaß daran. Am Ende der Kette werden Sie auf meine Kollegin Laura Koscholke treffen. Wir warten von hier aus auf ein Zeichen, wenn die Kinder angekommen sind. Man muss sich natürlich trotzdem den Weg durch die Menge bahnen, ja, auch wenn heute nicht ganz so viele da sind. Ja, aber trotzdem, ich habe das beim letzten Mal noch in Erinnerung, dass ich glaube, bei einer Übergabe da auch eine kurze Irritation entstand, ein Kind in die falsche Richtung ging und die sind ja auch ein bisschen aufgeregt, alle gucken zu, insofern braucht das jetzt auch seine Zeit und muss gut funktionieren, aber wir haben doch Geduld, oder? Ja, natürlich haben wir Geduld, wir freuen uns ja auch auf was Schönes, auch wenn das hier mit diesem Wetter dieses Jahr nicht ganz so schön ist. Hauptsache, das Licht geht nicht aus durch den Regen, aber das ist geschützt. Das ist geschützt, ja. Dafür haben wir gesorgt, natürlich. Ja. Die Spannung steigt jetzt. Ja, ich hatte es vorhin ja schon mal gesagt, die Kinder tragen alle die Rucksäcke der Dortmund Guides. Eine super Mannschaft, die in der Clubszene dafür sorgt, dass sich Menschen sicherer fühlen, die immer ansprechbar sind. Und das wird auch in diesem Jahr so sein, dass Menschen die Dortmund Guides hier auf den Dortmunder Weihnachtsmarkt in der Weihnacht stattfinden. Also entlang... Die sind ja seit dem letzten Jahr intensiv im Einsatz. Überall, wo draußen gefeiert wird, sind die Dortmund Guides dabei, um da ein bisschen drauf zu achten, dass alles ruhig und geordnet abgeht. Deswegen haben wir gesagt, sind sie auch für den Weihnachtsmarkt. Ich glaube, da waren sie letztes Jahr auch schon mal dabei. Und sie erfreuen sich großer Beliebtheit bei allen Menschen in Dortmund, weil man sie schon kennt. Und jetzt haben sie noch eine Verstärkung durch die kleinen Engel. Das ist eine schöne Idee. Ja, während wir uns hier unterhalten, sage ich Ihnen auch ehrlich, wir wissen jetzt gerade nicht, wo das Licht ist. Wir können das in diesem Zeitpunkt nicht sehen. Aber ich kann Ihnen sagen, wir haben viele, viele Zuschauerinnen und Zuschauer wirklich aus ganz Europa. Und zum Beispiel hat uns Schinke, der Dortmunder Jung, geschrieben, weihnachtliche Grüße aus Lübeck. Aus Lübeck, ja guck, da komme ich her, da bin ich geboren und bin vor 26 Jahren hierher gezogen. Können wir den zurückgrüßen aus Dortmund, dann freuen die sich. Genau, Grüße hier aus der Dortmunder Weihnachtsstadt. Und mittlerweile ist das Licht schon hier angekommen. Und nicht nur das Licht, sondern auch alle Kinder. Seid ihr alle da? Ist Greta auch mit dabei? Nee. Ah, alle 18 Kinder sind da. Tausend Dank an euch. Das habt ihr super gemacht. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und das Licht trägt gerade unsere Stella. Stella, der Stern, bringt das Licht zum Baum. Stella, wie war das für dich? Also das war sehr cool. Also ich bin auch etwas sehr aufgeregt. Brauchst du gar nicht sein. Das hast du prima gemacht, oder? Mal einen kleinen Applaus für die Kinder hier, die sich durch den Regen gebahnt haben und den Weg auf sich genommen haben, um unseren Baum erleuchten zu lassen. Stella, du bist aber eigentlich, musst du gar nicht aufgeregt sein. Du hast das sogar letztes Jahr schon gemacht, oder?
Ja, letztes Jahr habe ich es auch gemacht. Und letztes Jahr stand ich sogar genau an der gleichen Stelle wie dieses Jahr. War das Wetter da ein bisschen besser? Ja, letztes Jahr war das Wetter ein bisschen besser. Aber das macht uns nichts, oder? Wir machen trotzdem weiter, denn wir sind alle Schausteller. Diese Kinder hier sind alles Schaustellerkinder. Und dann möchten wir vielleicht auch mal wissen, Stella, welchen Stand oder welche Stände haben denn deine Eltern? Also meine Oma, die steht hier mit einem Ausschank, wo wir Glühwein und so verkaufen. Und Kinderpunsch bestimmt? Ja, und meine Mama steht hier mit Hirtenbrot. Super, wo genau finden wir euch? Nein, klar. Also meine Oma steht direkt da vorne und meine Mama steht ein bisschen weiter. Dann muss man durch so einen Eingang stehen und direkt da, wenn man durch diesen Eingang schon guckt, dann sieht man eigentlich schon das Hirtenbrot. Super, dann gehen wir da gleich alle mal vorbei. Und dann, das heißt, du bist auch richtig Weihnachtsmarkt erfahren, oder? Wie oft hast du den Baum denn schon leuchten sehen? Also den Baum habe ich jetzt schon sehr oft leuchten sehen. Ich weiß nicht, wie viele Mal, aber auf jeden Fall schon sehr, sehr oft. Und jetzt trägst du gleich zum zweiten Mal das Licht in den Baum. Für alle Leute, die vielleicht gar nicht wissen, was hinter diesem Tor da drüben verborgen ist, wie sieht es denn da eigentlich aus? Also da ist auf jeden Fall sehr viel eingezäunt, weil man darf halt nicht dahinter gehen, nur wenn man das Licht anmacht für die Kinder. Und ja, dahinter sind halt sehr viele Tannenbäume und so gestapelt. Weißt du eigentlich, wie viele das sind? Nein. Ich glaube, es sind 1700, aber ich lege meine Hand ja. 1700, ha! Also ja, und es ist auch sehr schön geschmückt und so. Ja, wunderbar. Und wie wird das gleich aussehen? Was erwartet die BesucherInnen jetzt hier auf dem Weihnachtsmarkt, wenn das gleich losgeht? Also, dass das Licht sehr hell scheinen wird. Ja, Stella, dann würde ich sagen, dann schicken wir dich und die anderen Kinder jetzt einfach mal durch das Tor hindurch und ihr bringt unseren Baum stufenweise zum Erstrahlen. Das heißt, die Kinder laufen jetzt durch dieses Tor hindurch. Stella, einmal ganz vorne bitte, genau. Super. Und dann beginnt unser Baum Stück für Stück Dortmund zu erstrahlen. Ja, jetzt kommt der spannende Moment. Stella geht mit den anderen Kindern Richtung Baum. Und dann wird sich dieser Baum in Stufen, Herr Westphal, illuminieren. Ja. Der Engel leuchtet schon. Es ist jedes Jahr ein spannender Moment. Es geht schon los. Der zweite Engel leuchtet. Und es folgen die Flügel. Dortmund 2023. Neben mir steht Patrick Ahrens als Chef der Schausteller und ist ganz aufgeregt. Guck mal, Patrick, es funktioniert. Ja, bei dem Wetter, da hoffen wir, dass auch alles funktioniert. Aber wir können uns auf unser Team verlassen und es sieht schon gut aus. Oh. So schön ist der Baum in diesem Jahr. Ich glaube, da kommt noch eine Stufe, ja. Und keiner sagt, früher war mehr Lametta. Das haben wir ja aus Nachhaltigkeitsgründen abgeschafft. Ja, genau. So, und ich denke, das ist doch wirklich ein Applaus wert, den wir hier rausschicken können. Unser Weihnachtsbaum 2023 erleuchtet auf dem Hansaplatz. Patrick, er ist wirklich wunderschön. Und jetzt sag uns bitte, wie lange wird er leuchten? Von wann bis wann wird er angeschaltet? Er wird diesmal wieder durchgängig leuchten, weil wir festgestellt haben, dass doch viele Leute, wenn sie abends durch die Stadt gegangen sind, enttäuscht gewesen sind, als er letztes Jahr nicht angewiesen ist. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, ihn bis zum 30. Dezember durchleuchten zu lassen. Und ich kann auch ein Geheimnis heute verraten. Wir haben auch noch einen Platz für die Kugel gefunden. Man wird sie auf der Kleppingstraße zu sehen bekommen. Auf der Kleppingstraße, ein Selfie-Point auf der Kleppingstraße, genau. Die Kugel in Man diesem Jahr. Man kann ja Jahr. Die Kugel nicht so einsam zu Hause lassen.
Das ist schön. Ja, viele haben auch gesagt, es ist ja vielleicht ein Fußball, um auf die Euro 2024 hinzuweisen. Vielleicht findet die ja abschließend noch einen Platz im Fußballmuseum. Wer weiß, welche Reise diese Kugel noch nehmen wird. Bist du stolz, dass der Weihnachtsbaum so schön aussieht? Ja, natürlich. Wir alle sind immer stolz auf unseren Weihnachtsbaum. Das ist für uns alle ja ein Stück Geschichte. Und wir alle haben miterlebt, wie lange dieser Baum hier steht, auch welche Diskussionen es gegeben hat um diesen Baum. Und dass er hier in Dortmund so angekommen ist in der Gesellschaft, das macht uns alle natürlich stolz. Sag noch mal ein paar Daten und Fakten. 14 Meter hoch, weiß ich. Nein, 45 Meter, 28. Der ist doch größer als der in Wanne-Eickel. Wir haben über 40.000 Lichter. Es werden 1.300 Bäume, die extra dafür gezüchtet worden sind, eingesetzt. Und, aber wie wir ja jetzt schon öfter betont haben in letzter Zeit, dieser Baum glänzt dadurch, dass er da ist. Da kommt es auf die Meter gar nicht an. Er zeigt wahre Größe, er verbindet die Menschen und das macht ihn so außergewöhnlich. Genau, mit dem Selfie-Point. Es gibt einen Selfie-Point für den Baum. Wo genau ist da? Auch unser Oberbürgermeister nickt. Wollen Sie das beantworten? Ja gut, den kennen doch die allermeisten wahrscheinlich. Der ist direkt dort vorne in der Brauerstraße ist das, ne? Genau, und dann direkt von dort aus habe ich den besten Blick auf den Baum. Genau, also das können Sie sich gut merken. Vielleicht ja an einem anderen Tag, wenn es nicht ganz so regnet, am Abend wirklich dorthin zu gehen und schöne Fotos zu machen. Ich verlese nochmal. Christine Bu hat geschrieben, liebe Grüße aus Lea, Ostfriesland in die Heimat. Und auch aus der Ukraine, aus Lviv ist geschrieben worden, liebe Grüße nach Dortmund, viele Erinnerungen habe ich an diese Stadt. Aus Stade haben uns Menschen geschrieben. Emira Trunka hat Grüße aus Albanien gesendet. Also ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und wir haben jetzt einen wunderschönen Baum und machen jetzt auch noch mehr Stimmung. Jo-Marie ist bei uns. Viele kennen sie aus dem Netz. Man kennt sie aber auch, weil sie viel mit dem BVB zusammenarbeitet, weil sie bei The Voice of Germany mitgemacht hat. Lauter Stationen von Jo-Marie. Und sie wird uns jetzt mit einem Weihnachtslied einstimmen unter dem Baum. Was hast du für uns mitgebracht? Ich habe mir überlegt, Weihnachtslieder werden wir in den nächsten 4 Wochen super viel hören. Deswegen mache ich noch einen für unser Ruhrgebiet. Der ist nämlich von mir. Und weil Weihnachten im Ruhrgebiet ist einfach der schönste Ort, wo man sein kann. Ja, dann sage ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, Herr Oberbürgermeister Westphal und auch an Patrick Ahrens. Und das ist auch noch mal bitte einen Applaus wert. Bitte schön, Jo-Marie. Dankeschön. Willkommen hier bei uns im Pott. Die Kohle, unser Antriebsstoff. Ich kenn mich aus am Kiosk nebenan. Ja, ja, ja. Von Oma alles hausgemacht. Mein Wortschatz kennt nur Watt und Dat. Den Kleingarten pfleg ich mit Leidenschaft. Ja, ja, ja. Wir sagen Ruhrpott-Liebe in meiner Region. Malocha-Attitüde mach ich zu meiner Religion. Ja, die Ruhrpott-Liebe aus Tradition. Uns kannst du nicht verbiegen. Hier bin ich zu Haus. Den Ruhrpott kriegst du niemals aus mir heraus. La la la, la la la, la la la. Das echte Ruhrpott, original, erkennst du an der Wörterwahl. Am Trikot und am Pilzken in der Hand. Da da da, da da da, da da da. Da, da. Geh mir weg mit Dings und Kaviar. Wir grillen hier schon im Januar. Die Currywurst ist unsere DNA. Wir sagen Ruhrpott-Liebe in meiner Region. Malocha-Attitüde mach ich zu meiner Religion. Ja, Ruhrpott-Liebe aus Tradition. Uns kannst du nicht verbiegen. Hier bin ich zu Haus. Den Ruhrpott kriegst du niemals aus mir heraus. Dankeschön.
Jean-Marie, erzähl uns doch noch so ein bisschen was von dir. Wo sehen wir dich als nächstes? Ja, als nächstes natürlich beim großen BVB-Weihnachtssingen am 17. Dezember. Da freue ich mich schon sehr drauf. Da wird wieder mit über 70.000 Dortmundern und Dortmunderinnen zusammen Weihnachtslieder gesungen. Und das ist natürlich immer das Highlight für mich des Jahres. 2024 wird ja so ein richtiges Fußballjahr. Was hast du denn da geplant? Da habe ich auch richtig viel geplant. Ich bin auf jeden Fall immer in der Stadt Dortmund unterwegs. Ich freue mich schon auf jeden Fall, das Ganze hier zu erleben. Und natürlich hoffe ich natürlich auch, dass ich mich da ein bisschen musikalisch einbringen kann. Ja, erstmal schön, dass wir dich heute hier haben. Danke, du bleibst auch. Ja noch einen Moment bei uns. Ich möchte Ihnen jetzt zwei andere Frauen vorstellen. Einmal haben wir Pauline Schäfer hier und Sie sehen es schon am schönen Krönchen und auch an der Schärpe. Eine Königin. Eine was? Eine Kirmeskönigin aus NRW. Oh, was dahinter steckt, das wird sie uns gleich erzählen. Aber Dori Rintle ist auch bei uns, Händlerin hier in der Weihnachtsstadt. Mit welchem Stand? Das vielleicht ganz kurz vorab. Ich stehe hier mit dem kleinen Nepalhaus an der Kampfstraße mit. Genau, denn dieser Weihnachtsmarkt hat auch einen Fairtrade-Stand und der ist eben von Dori Rintle betreut. So, aber jetzt wollen wir erstmal zu dir kommen. Du bist so ein Weihnachtsstadtkind durch und durch. Ich darf sagen, wie alt du bist, oder? Ja. 21 ist die letzte Woche alt geworden, jung geworden, kann man an der Stelle sagen. Wie kommt man denn da draus, Kirmeskönigin werden zu wollen? Ja, also ich wurde gefragt und ich habe da natürlich erstmal ein bisschen überlegt, aber ich bin selber Schausteller und deswegen ist es für mich sowieso eine Herzensangelegenheit, sowas zu machen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin sowieso immer gerne bei den Öffnungen dabei, also warum soll ich dann nicht dieses Jahr das Amt übernehmen, Kirmeskönigin zu werden? Und habe dann gesagt, ja, für mich ist sowieso die Eröffnung immer sehr aufregend und habe dann das Amt angenommen. Was macht denn eine Kirmeskönigin? Also eigentlich bin ich für die Öffentlichkeitsaufgaben zuständig. Im Großen und Ganzen gesagt kann man sagen, repräsentiere ich die Kirmes aus NRW. Meine Aufgaben zum Beispiel sind, zu den Eröffnungen der Volksfeste und Kirmessen zu gehen, Rundgänge mit sozial Benachteiligten, die normalen Rundgänge zu machen, solche Sachen eben. Da du so ein Schaustellerkind durch und durch bist, erzähl uns noch, welche Stände hat denn deine Familie hier in der Weihnachtsstadt? Also erstmal hier vorne natürlich am großen Tannenbaum, am Herzstück kann man ja so ein bisschen sagen, hat meine Tante Lakritz. Wir selber sind mit Käsespezialitäten, was auch schon ein bisschen Kult bei uns hier geworden ist. Also ich sehe jedes Jahr kommen Leute zu uns, die sagen, wir haben uns das ganze Jahr darauf gefreut, wieder endlich bei euch. Weil es ist ja natürlich auch etwas Besonderes, gibt es nicht überall. Und ja, meine Tante zum Beispiel, die steht dann noch auf dem alten Markt mit Crepe. Und mein Bruder seit neuestens an der St. Petrikirche mit einem kleinen Pferdekarussell, auch wunderschön. Ja. Wo ist dein Herzensort in dieser Weihnachtsstadt? Natürlich bei unserem Stand an dem großen Tannenbaum ist natürlich. Ne, also ich bin jedes Jahr, wie gesagt, ich habe am 22.11. Geburtstag und von daher, ich habe so oft, ich habe fast jedes Jahr meinen Geburtstag hier gefeiert, teilweise auch an der Eröffnung Geburtstag gehabt. Also das ist für mich, ist Dortmunder Weihnachtsmarkt, das ist für mich der komplette Herzensort, ja. Und zwar die gesamte Weihnachtsstadt. Dori Rintle, bevor du jetzt auch sagst, mein Herzensort ist natürlich das Nepalhaus. Das würden wir natürlich alle vermuten. Aber bist du schon lang geschlendert, beispielsweise über die Kampfstraße? Wir haben das gerade von unserem Oberbürgermeister gehört. Da ist in diesem Jahr wirklich eine ganz tolle Illumination mit ganz vielen, vielen Lichtern und Figuren. Gibt es für dich so einen besonderen Ort, so einen Herzensort innerhalb dieser Weihnachtsstadt? Also, ich brauche noch Zeit, um die Kampfstraße zu erobern und habe mich jetzt erstmal nur um unser Häuschen gekümmert, weil es einen neuen Standort hat und wollte das erstmal richtig schön dekorieren und schön machen für alle, die dann eben einmal kurz Nepal besuchen. Genau, wir müssen einmal sagen, es ist ein ganzes Nepal-Haus, was du normalerweise schon in einem Laden hier am Propsteihof machst und auch Leute dort empfängst, jetzt also hier in dem Bütchen. Im letzten Jahr war es das erste Mal, dass es Nachhaltigkeit, Fairtrade-Produkte in dieser Weihnachtsstadt gab und du hast gesagt, ich mache es wieder. Warum ist dir das so wichtig? Mir ist Fairtrade ganz wichtig, weil es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass alle Produkte Fairtrade hergestellt werden. Dass alle Produkte, die wir kaufen, wir eigentlich gar nicht darüber nachdenken. Da gibt es Applaus, das müssen wir einmal an der Stelle sagen. Tausend Dank. Danke.
Und eigentlich bedeutet das, dass wir überflüssig werden müssen mit Fairtrade-Ecken oder Weltläden, sondern es sollte selbstverständlich sein. Und deswegen, das ist so meine Herzensangelegenheit. Also kann es sein, dass wir nächstes Jahr gar nicht mehr darüber reden müssen, wenn es gut läuft? Doch, weil wir immer weiter darauf aufmerksam machen müssen und sensibilisieren müssen, was bedeutet fairer Handel, was bedeutet Wertschätzung der Arbeit von anderen Menschen, die unsere Sachen, unsere Klamotten und unsere, ja, unsere Produkte herstellen. Jetzt hast du schon so viel Werbung für deinen Stand gemacht. Jetzt sag bitte auch noch, wo finden wir den denn? Ihr findet uns an der Kammstraße, genau gegenüber von Basecamp oder bei der Postergalerie. Ja, das haben sich jetzt alle aufgeschrieben, auf jeden Fall. Ich brauche aber von euch beiden noch ein paar Stimmen zu diesem Baum. Wie findet ihr ihn in diesem Jahr? Vielleicht fängst du an. Wie jedes Jahr, finde ich, ist der Baum wieder wunderschön gelungen. Er ist ja jedes Jahr ein bisschen anders. Also wir reden jetzt nicht mehr über den Engel und nicht mehr über die Kugel. Er ist jedes Jahr ein bisschen anders. Was gefällt dir in diesem Jahr an diesem Baum besonders? Also ich meine, ich sehe den ja eigentlich jeden Tag. Und jeden Tag aufs Neue, muss ich immer sagen, es ist sehr, sehr schön. Also allem einen war es wieder eine gute Arbeit, die da geleistet haben. Und finde ich, ist sehr super gelungen. Ja, was sagst du zu unserem Baum? Es geht schon los mit der Vorfreude, wenn er aufgebaut wird. Es ist wirklich dieser Moment im Oktober, wenn das Gerüst anfängt aufgebaut zu werden, dass man denkt, so endlich kommt er wieder. Das ist, ja. Sehr, sehr schön. Dann ganz herzlichen Dank, dass ihr beide hier wart heute. Ich wünsche euch eine ganz schöne Vorweihnachtszeit. Natürlich jetzt schon mal schöne Weihnachten. Wir tauschen jetzt noch. Wir haben noch weitere Gäste. Danke, dass ihr da wart. Ich kann an dieser Stelle auch wirklich gerne mit Applaus verabschieden. Ja, wir haben uns in diesem Jahr wirklich auch vorgenommen, dass wir unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die draußen für uns alle mit an ihren Tablets, an ihrem Computer oder auch an ihren Handys sitzen, grüßen. Und deshalb verlese ich mal noch ein bisschen. Kati Oljansen hat uns geschrieben, Gruß aus Dänemark. Ja, ich kann es nicht auf Dänisch, aber ich mache das sehr gerne in meinem Dortmunder Slang. Grüße zurück, liebe Kate. Yvonne Veit hat geschrieben, liebe Grüße aus Thüringen. Und wir haben, ja, das auch, Gruß aus Hörde. Finde ich auch gut. Na klar, wir grüßen auch zurück aus Hörde. Ich kann an der Stelle schon mal sagen, Silke Albrecht, kommen Sie einmal bitte näher ran zu mir. Und wir haben auch Grüße aus Holland, aus Iserlohn, von der Mosel und auch ein Glückwunsch an alle Handwerker, schreibt uns Brigitte Hansen, dass sie das alles so gut hingekriegt haben in diesem Jahr. Ja, auch das geben wir natürlich gerne weiter. Silke Albrecht ist jetzt bei mir. Wir begrüßen Sie sehr herzlich. Influencerin, die sehr, sehr viel für unsere Stadt tut und für unsere Figur. Also, liebe Silke, welchen Blog betreust du? Also ich habe eine Facebook-Gruppe, die heißt Mein kulinarisches Dortmund und ich bin dann auch noch die Potgourmette auf Instagram und schreibe für das ein oder andere Printmagazin. Genau, jetzt kriege ich gerade hier, du musst das einmal ein bisschen näher ranhalten, dass wir dich gut hören. Also Dortmund kulinarisch. Dortmund kulinarisch ist natürlich für die City auch wichtig. Natürlich kann man hier sich in der Weihnachtsstadt schon richtig satt essen. Aber was passiert denn dann vielleicht danach, wenn man sich ins Warme verkrümeln möchte? Wo könnte man gut hingehen? Also ich denke, man sollte auf jeden Fall die kleinen Nebenstraßen mal mitnehmen, wo wir ganz hübsche Weinbars verstecken oder auch ganz tolle typische Kneipen. Ich denke, wenn man schon mal, auch wenn man zu Besuch hier ist, sollte man auf jeden Fall in eine typische Kneipe wie den Gänsemarkt oder das Zentral oder so mal gehen oder auch hier am Alten Markt und auf jeden Fall einen Salzkuchen mit Metzumbier verfrühstücken. So, von Dortmunderin zu Dortmunderin. Was ist am Gänsemarkt so besonders, dass man da eigentlich jeden Besuch hinschleppen muss? Weil ich höre gerade im Hintergrund die Kellnerin, die sind mir jetzt noch nicht so doll also die finden ich auch toll, aber mega sympathisch. Mega. Aber eigentlich ist da Weihnachten, also am Heiligabend beziehungsweise am Heiligmorgen gibt es da immer ein ganz riesiges, eine riesige Zusammenkunft, wo alle Dortmunder sich nochmal treffen vor dem Heiligabend und ich weiß gar nicht, wie viele Menschen dahin passen mit Bierwagen und so und das ist wirklich eine ganz tolle Tradition. Dann beschreib uns doch deinen Tag, wenn du hier in dieser Weihnachtsstadt unterwegs bist. Wie sieht der aus und wo endet der?
Das ist unterschiedlich. Erstmal muss ich jetzt erstmal wieder nachschauen, ob alle meine Stände noch da sind, die ich so gerne habe. Und dann ist es ja auch so, dass jeder sich ja an seinem Lieblingsglühweinstand verabredet mit den Freunden. Wobei bei jedem es ein anderer Lieblingsglühweinstand ist, glücklicherweise. Ja, das müssen wir jetzt noch für alle sagen. Also hier in Dortmund gibt es so viele unterschiedliche Glühweinstände, dass es sich wirklich auch lohnt, alles auszuprobieren. Man muss ja nicht immer auf die alkoholische Variante zurückgreifen. Man kann ja das Ganze auch ohne Alkohol trinken und dann kann man noch viel, viel mehr probieren. Wie geht's dann weiter für dich? Auf jeden Fall, das Erste, was ich immer machen muss, ist ein Krustenbratenbrötchen. Den Ahrens Grillschinken, den muss ich mir leider reintun. Das ist so eine, ich denke, jeder hat so seine klassischen Sachen, die er unbedingt machen muss, wenn er hier anfängt mit dem ersten Mal. Und dann nasche ich mich durch, lass mich treiben. Es ist wirklich so schön mit diesen ganzen Lichtern und so. Man fühlt sich, also ich fühle mich immer wieder, als wäre ich ein Kind und staune immer an jeder Ecke, was es wieder Neues gibt. Ja, dieses Staunen, das haben auch wirklich ganz, ganz viele von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Sie schreiben uns weiter aus Baden-Württemberg, aus Gevelsberg, Grüße ins Sauerland zurück. Und natürlich wirklich viele, und das müssen wir an der Stelle auch sagen, schreiben uns aus der Ukraine. Immer wieder hören wir hier von Menschen, dass sie dankbar dafür sind, wie viel Unterstützung die Stadt Dortmund ihnen gegeben hat in der doch sehr, sehr schwierigen Zeit. Und das macht ja auch so diese Vorweihnachtszeit aus, auch diesen Weihnachtsmarkt. Dieser große, große Zusammenhalt, dass Menschen hierher kommen und einfach erleben, wie offen wir Dortmunder sind. Ja, das ist ja so auch der Klassiker bei uns in Dortmund. Geht man alleine in eine Kneipe, kommt man mit 5 Freunden wieder raus, ne? Dass Sie jetzt nicht applaudieren, wundert mich, kann ich an der Stelle sagen. Das wäre auf jeden Fall einen großen Applaus wert. So ist das hier bei uns in Dortmund. Liebe Silke, wenn du jetzt heute Abend irgendwo hingehen würdest, Dortmund kulinarisch, und den Fokus auf die Innenstadt legst, wo würdest du jetzt noch einkehren? Ich glaube, also dadurch, dass ich jetzt auch gerade in dieser Vorweihnachtszeit so dieses Gefühl habe, ich hätte Lust auf was gut Bürgerliches, wird es wahrscheinlich was ganz, ganz Klassisches werden, wie der alte Markt oder Wenkers oder so. Da hat man irgendwie, das Wetter ist irgendwie so nach Sauerbraten oder was Deftigem halt. Ja, aber noch kann man sich auch sehr schön hier unter dem Baum stellen und diesen Baum bewundern. Er ist wirklich super schön geworden in diesem Jahr. Wir neigen uns dem Ende von unserer kleinen Weihnachtsshow. Auch ein ganz herzliches Dankeschön an dich, dass du da warst, dass du das mit uns geteilt hast. Dortmund kulinarisch kann man alles nachlesen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Musik von Jo-Marie für Sie. Ich wünsche Ihnen allen an dieser Stelle schon mal eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Wir hoffen natürlich darauf, dass dieser Regen auch ein bisschen in Schnee übergeht. Dann wird es vielleicht auch noch ein bisschen gemütlicher und heimeliger. Ich danke allen ganz, ganz herzlich, dass Sie heute da waren. Freue mich super, dass dieser große Baum jetzt so strahlt und wir zurückstrahlen können. Und wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund und eine schöne Vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit. Jo-Marie, bitte. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Alle gerne mitsingen. Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Feliz Navidad, Prospero Año y Felicidad. Ganz Dortmund wünscht euch frohe Weihnacht. Ganz Dortmund wünscht euch frohe Weihnacht. Ganz Dortmund wünscht euch frohe Weihnacht und viel Spaß in der Weihnachtsstadt. Ganz Dortmund wünscht euch frohe Weihnacht. Ganz Dortmund wünscht euch frohe Weihnacht. Ganz Dortmund wünscht euch frohe Weihnacht.
Weihnacht und viel Spaß in der Weihnachtsstadt. Dankeschön. Ha ha ha.